Wir sind ganz oben, ne? Okay. Brückenturm. Was haben wir denn hier so Schönes? Hallo. Hallo. Ich suche nach Störenfrieden. Sind hier irgendwo welche gewesen? Bestimmt nicht hier bei euch. Rivet City? Rivet City? Ich hab gar nichts gemacht, Mann, Spasti. Rivet City? Von da kam ich, ne? Wir gehen erstmal höher, bevor wir uns weiter nachgucken. Wie hoch geht denn das hier? Da geht's immer noch höher. Rivet City? Jetzt guck ich mal nach. Wo geht das hier hin, Alter? Kann doch nicht sein, dass es überall nach Rivet City geht. Wackelpuppen gefunden, 3. Ich habe noch eine Wackelpuppe dabei. Vault 106 natürlich. Och, bin ich doof. Gut, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ja, das war's auch schon. Okay, hier gibt's nicht viel zu schauen. Oh, Lunchboxen. Wo kommen die denn her? Zauberei. Also, wenn wir da unten rausgehen, kommen wir also dahin. Das ist gut, da werden wir dann zum Schluss hingehen. Jetzt kontrollieren wir nochmal die andere Tür, wo die hinführt. Und dann gehen wir noch weiter hoch. Nein, da ist nichts drin. Haha. Na komm schon, Baby. Ach, verdammt. Haha. Brennstoff. Powerfaust. Ich bin leider kein Nahkämpfer, deswegen. Aber Powerfaust ist schon nice. So, was haben wir hier? Wo geht das denn hin? Ein Aussichtspunkt. Oha. Nette Aussicht. Muss man schon sagen. Hier ist sonst nichts. Leider. Dann gehen wir mal zurück. Oh. Jetzt gehen wir zurück. Und gehen noch weiter hoch und gucken mal, was da oben ist. Da waren wir ja noch überhaupt gar nicht in Rivet City. Eine Schande ist das, dass wir hier noch nicht alles erkundet haben. Haha. Wir knacken heute alles. Naja, immerhin etwas. So, da waren wir ja schon, ne? Oh, da schläft jemand. Das hätte auch ins Auge gehen können, was wir gerade gemacht haben. Gott segne und behüte sie. Was machst du hier? Gott segne. Oh, was war das für ein... Was war das? Was höre ich da über das Hangardeck und das Überdeck? Schande, dass die Leute nicht miteinander auskommen. Jetzt ist es ja noch nicht so schlimm. Aber wenn das so weitergeht... werden sie sich in ein paar Jahren Straßenschlachten liefern. Pater Clifford predigt ständig Toleranz und Nachsicht. Aber es hört offenbar niemand auf ihn. Hm, okay. Wo zur Hölle sind wir hier? Harkness. Ja. Du bist ein Roboter. Oh. Was können sie mir über Dr. Lee sagen? Sie leitet hier das Forschungslabor. Stören Sie sie nur, wenn es wirklich sehr wichtig ist. Ihr Labor ist im Heck des Schiffs. Mhm. Was höre ich da über das Hangardeck und das Oberdeck? Lassen noch ein paar Leute ein bisschen Dampf ab. An jedem Ort gibt es Reiche und Arme. Bei uns gibt es das Oberdeck und das Hangardeck. Darüber sollten Sie sich keinen Kopf machen. Dann ich mache mir aber einen Kopf drüber. Was war das? Waffenhausschlüssel? Ich bin leider nicht versteckt. Wo geht das denn hier raus? Wir müssen Harkness alleine irgendwo treffen. Damit wir ihm den Schlüssel abluchsen können. Es könnte nämlich sehr interessant werden, was wir da drin finden könnten.
Hier ist mal wieder nichts. Außer eine coole Aussicht. Hoho. Okay, weiter geht's. Harkness. Oh, er ist alleine. Komm, du scheiß Bot. Verzieh dich bitte. Guck mich nicht an. Da war ich gerade versteckt. Oh, was? Die sind hinter mir? Warte kurz. Kampfrüstung. Ich nehme alles mit. Komm schon. Einfach nur alles einstecken. Kampfrüstung. Kampfhelm. Kampfrüstung. Nein. Alles mitnehmen. Schwert macht da nicht so viel Schaden. Okay, pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Viel Verrüstung gibt mir das auch. Dann nehmen wir mal den. So, Kampfrüstung mit. Achso, Metallrüstung ist das. Das ist eine Kampfrüstung. Klasse. 26. Oha, nice. Oh. Warte. Hilfe. Ziehen wir uns erstmal ein paar Stimpacks rein. Schauen wir, ob wir hier noch irgendwas finden. Okay, jetzt muss ich hier weg. Lauf. So, jetzt werden wir uns einfach verziehen. Und dann später wiederkommen. So. Weltkarte. Wir wollten sowieso noch Underworld. Nationalarchiv, Technisches Museum, Geschichtsmuseum. Ja. Da haben wir sie beklaut. Und das nächste Mal können wir da immer noch reingehen und dann sagen, hey, mal gucken, was wir da noch finden können. Ja, so macht man das, Leute. So und nicht anders. Eiskalt eingebrochen. herrlich. So, Rileys Ranger, hier komme ich. Und rette dich. Oh. Das Geschichtsmuseum ist echt gruselig. Die passen echt hier gut rein. Jo. So, da bin ich mal gespannt, wer diese Riley ist und worum es bei ihr geht. Das ist eine interessante Quest. Aber wir questen ja eigentlich nur wild gerade herum, kann das sein? Scheiß auf die Hauptgeschichte. Questen wir ein bisschen rum. Oh, wo willst du hin? Ja, halt's Maul. Kein Zugang. Ja. Haha, sie steht. Was? Wo bin ich? Was ist passiert? Wie lange war ich bewusstlos? Worin liegt der Unterschied, okay? Nein. Zum Glück nicht für lange Zeit. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was passiert ist. Halt! Ach, verdammt! Meine Leute! Mein Team! Was ist mit ihnen passiert? Aha, ihr Team ist noch am Leben. Ich habe ihr Notsignal empfangen. Okay. Ich glaube nicht, dass sie in ihrem Zustand auf den Beinen sein sollten. Haben Sie eine Ahnung, was es für meinen Ruf bedeuten würde, wenn herauskäme, dass die Anführerin der Rangers in einem Krankenhausbett liegt?
Rileys Rangers, ja? Haben Sie das letzte nie von gehört. In einer Ward verbracht oder was? Wir sind Charterkanonen, der beste Söldnertrupp im Ödland der Hauptstadt. Soll was erledigt werden, muss man einfach nur bei uns vorbeischauen. Schon wieder ein Fehler. Wir war das mit... Oh Mann, naja, egal. Wie war das mit der benötigten Hilfe? Erzählen Sie mir die ganze Geschichte. Um den Vernon Square in den Innenstadtruinen, als uns ein Überfallkommando von Supermutanten auflauerte. Ist gewöhnlich kein Problem, aber diese Gruppe war größer. Wir haben uns bis ins Krankenhaus Our Lady of Hope gekämpft, um dort Schutz zu suchen. Lassen Sie mich raten. Drin sind noch mehr Supermutanten. Und es wurden immer mehr. Wir haben uns bis zum Dach hochgekämpft und uns dann einen Weg zum benachbarten Statesman Hotel gesucht. Die Supermutanten schienen von irgendwas angetrieben. Es war, als folgten sie einer Blutfährte. Sie blieben uns dicht auf den Fersen. Nachdem wir im Hotel drinnen waren, war der einzige Weg nach oben. Sie haben sich also oben auf einem Hochhaus selbst festgenagelt. Genial! Keine Ahnung, was ihr Problem ist. Aber ich habe drei Jungs da draußen, die von einer Meute Supermutanten umzingelt sind. Entweder sie helfen mir, indem sie mir zuhören, oder sie gehen mir verdammt nochmal aus den Augen. Ich lasse mich doch hier nicht dumm anreden. Wie ich bereits sagte, mussten wir uns bis zum Dach des Statesman Hotels hochkämpfen. Schlechte Wahl, schätze ich mal. Es war eine sehr schlechte Entscheidung, aber uns blieb leider keine andere Wahl. Unterwegs verloren wir Theo, einen unserer Jungs. Leider mussten wir seinen Munitionskoffer auf unserer Flucht vor den Supermutanten zurücklassen. Und so landeten wir mit fast leeren Waffen auf dem Dach des Statesman Hotel. Na, irgendwelche Minen oder ja, Fallen wir gelegt? Wir haben jede Menge Gegenmaßnahmen ergriffen. Keine Ahnung, wie viele davon noch aktiv sind. Als ich mich mit meinem Stealth-Boy davonschlich, sind ein paar von ihnen beinahe hochgegangen, glaube ich. Ich hätte es fast nicht bis nach draußen geschafft, wenn ich mich recht erinnere. Sie lagen im Koma. Die Ranger Nein, sind sicher schon tot. Es kann einfach nicht sein, dass all meine Jungs tot sind. Wenn es auch nur die geringste Überlebenschance gibt, dann werden sie sie nutzen. Wenn sie es nicht machen wollen, dann hören sie verdammt nochmal auf, meine Zeit zu verschwenden und suchen sie mir jemanden, der es macht. Ich mach's ja schon. Was haben Sie noch gleich von mir gewollt? Bringen Sie die Rangers nach Hause. Bitte. Mehr will ich nicht. Wie Sie das anstellen, ist mir egal. Was springt dabei für mich raus, wenn ich mein Leben für Sie riskiere? Sie klingen wie ich, als ich noch ein Kind und in der Branche neu war. Okay, wie wär's mit einer kompletten Ranger-Rüstung? Das ist die beste Kampfrüstung im Ödland. Oder wenn Ihnen das nicht reicht, bekommen Sie eine Minigun aus unserem Waffenhaus. Auf jeden Fall werden Sie irgendwas mitnehmen. Oh yeah, das mache ich. Ich bin aber wirklich erleichtert. Ich war mir nicht sicher, was Sie sagen würden. Ich bitte Sie nur darum, sich zu beeilen. Ich weiß nicht, wie lange Sie da oben noch überleben können. Außerdem sollten Sie versuchen, Theos Leiche zu finden. Das war einer meiner Männer, der den Großteil unseres Munitionsvorrats bei sich trug. Hier. Ich gebe den Munitionskistencode und einige Anweisungen in Ihrem Pip-Boy ein. Yay. Haben Sie eine Idee, wie ich dorthin kommen könnte? Hier haben wir unser Hauptquartier. Wenn Sie es bis dahin schaffen, bekommen Sie dort alles, was Sie brauchen. Geben Sie am Tor einfach Riley 0247 ein. Wir haben Munition, Vorräte, alles, was Sie wollen. Nicht schlecht. Was können Sie mir über Vernon Square erzählen? Wenn ich Sie um Hilfe bitten würde, würde ich Ihnen raten, wegzubleiben. Es wimmelt dort von Supermutanten. Keine Ahnung, warum. Butcher, unser Teamsanitäter, ist der Meinung, dass es in dem Gebiet irgendwas gibt, was Sie anzieht oder wonach Sie suchen. Schlimmer ist es wohl nur im Einkaufszentrum. Einkaufszentrum? Wo komme ich von hier aus nach Underworld? Ich bin in Underworld. Der beste Weg führt über die Metro-Tunnels. Gehen Sie hierfür nach Norden zur Metro Central und suchen Sie dort die Tunnels zur Dupont Circle Station. Von der Dupont Circle Station aus folgen Sie dann den sogenannten trockenen Abwasserkanälen bis zum Krankenhaus Our Lady of Hope. Ah, wo komme ich hier nach zu dem Gebäude, wo so... Ah, okay, gut. Schon wieder ein Fehler im Spiel, ey, das ist unglaublich. Gute Neuigkeiten über die Gegend. Gute Neuigkeiten.
Moment. Das Krankenhaus hat vielleicht ein paar Vorräte, die ihnen nützlich sein könnten. Wir haben auf unserem Weg zum Dach ein paar Lagerräume gesehen, hatten aber keine Zeit, sie zu plündern. Oh, hört sich gut an. Ich hätte noch eine Frage zu etwas anderem. Wir haben ja Zeit. Wie ist das alles passiert, Riley? Gerade die Gegend um den Vern ist gewöhnlich kein Problem. Kennen wir. Aber diese Gruppe war größer. Wir haben uns bis ins Krankenhaus Our Lady of Hope gekämpft, um dort Schutz. Schließlich verlagerte sich der Kampf ins Statesman Hotel. Und wäre. Ich habe meine Jungs da oben zurückgelassen und wollte mich rausschleichen. Wurde aber von einer Mutie-Patrouille erwischt. Mehr weiß ich nicht. Kennen wir alle schon. Erzählen Sie mehr von Rileys Ranger. Nein, Moment. Nur noch zu viert. Fast hätte ich Theo vergessen. Der arme Bastard. Außer mir gibt es da noch Brick, unseren Spezialist für schwere Waffen, Butcher, unseren Sanitäter und Donovan, unseren Techniker. Alle sind schon seit Jahren bei mir im Team. Ich würde für jeden von ihnen meine Hand ins Feuer legen. Wie kann ich wissen, ob sie noch am Leben sind? Gab ich ihnen den Befehl, per Funk weiter Hilfe anzufordern. Hoffentlich fangen sie ihre Hilferufe auf, wenn sie sich ihrer Position nähern. Wo ist Theos Leiche? Wir haben ihn in einem der Treppenhäuser im zweiten Stock des Statesman Hotels verloren. Er hätte es fast geschafft. Doch dann griff uns einer der Muties mit einer Splittergranate an und riss ihn in Stücke. Falls sie seinen Munitionskasten finden, bringen sie den Rangers so viel Munition, wie sie tragen können. Das behalte ich alles. Okay. So, ich muss los.